Hallo und herzlich willkommen zu dieser nachtschlafenden Stunde auf der MAMCD 2023. Es ist Tag 2, 11 Uhr, also viel zu früh. Und ich freue mich, dass trotz dieser frühen Stunde so viele freundliche Gesichter und wache Gesichter in diesem Raum sind. Liebe Grüße auch an alle Menschen, die gerade immer Stream live zusehen. Wir sprechen über ein spannendes Thema. Wir sprechen über eine Datenbank, die 1968 die Bill of Material, also quasi die Stückliste für die Saturn V-Rakete verwaltet hat. Also geilen Scheiß. Ja? Hier mit uns auf der Bühne für den Talk Geschichten aus der Kobelgruft, hierarchische Datenbanken. Bitte begrüßt mit einem tosenden Applaus Habrock. Mit dem Tosend üben wir noch. Hallo, ja, wie gesagt, ich bin Habrock. Ich bin seit 20 Jahren als Anwendungsentwickler bei einer Versicherung tätig, überwiegend im Großrechteumfeld, und daraus sind auch schon mehrere Talks entstanden, unter anderem die Geschichten aus der Kobelgruft-Reihe. Ja, ich würde mich als Geek mit Autismusdiagnose bezeichnen. Das der für den Talk relevante Teil dürfte sein, die Übersetzung von Gedanken in Sprache ist bei mir nicht Hardware unterstützt. Das kann also immer mal wieder zu Aussetzern kommen. Das bitte ich zu entschuldigen. Also, wie gesagt, Großrechnerumfeld, hier ein Beispiel, Bild oder Renderung, also Systeme, die auf Zuverlässigkeit und Datendurchsatz optimiert sind bzw. waren, redundant ausgelegt, externer Datenspeicher und normalerweise ein Rechner für die ganze Firma, weil man sich mehr schlichtweg nicht leisten konnte. Ja, das Thema, mein heutiges Thema, da gehe ich mal ein bisschen in die Historie. Ja, Anfang der 60er Jahre hatte North American Aviation ein Problem. Sie hatten nämlich einen größeren Auftrag gewonnen und brauchten dafür eine Teileverwaltung. Der größere Auftrag war das Command and Support Module für das Apollo-Programm. Und da haben sie sich dann an IBM gewandt, an wen sonst? Ja, und 1965 gab es dann eine Kooperation zwischen North American, IBM und Caterpillar, die dann jeweils ein paar Leute aus ihren Firmen abgestellt haben, die dann zusammen so eine Teileverwaltung entwickeln sollten, beziehungsweise dann ein Datenbanksystem. Ja, schon 1966 hat dann die Designphase begonnen für das Information Control System und Data Language Interface. 1967 gab es das erste Release und 1968 im April gab es die erste Installation beim Kunden. Am 14. August hat das System das erste Mal ready gemeldet auf einer IBM 2740, also Fernschreiber bzw. eine IBM Selectric, die in den Tisch eingebaut war. Ja, das, was aus diesem Projekt rausgefallen ist, das Information Control System und Data Language Interface, zerfällt hauptsächlich in zwei Teile. Einmal ein Transaktionsmanager, also für komplexere Transaktionen mit höherem Durchsatz gedacht. Das Sinn des Ganzen war, dass man einen Großrechner gemeinsam nutzen konnte, also mit mehreren Programmen, ohne dass halt irgendwelche Zugriffe, die gedauert haben, den ganzen Rechner blockiert haben. Später dann auch, dass mehrere oder viele Leute den Rechner nutzen konnten mit Dialogen, also mit Terminals, die wurden aber erst in den 70er Jahren gebaut. Die ersten dummen Terminals mit Bildschirm und Tastatur. Ja, und dass ein Programm auch mehrfach gleichzeitig ausgeführt werden kann, ohne dass die Daten durcheinander kommen.
Ja, und insgesamt ausgelegt auf geringe Datenrate und einfache Terminals. Mehr zu einem Transaktionsmanager habe ich in einem anderen Talk gehalten, also erzählt. Das war der Geschichten aus der Kurbelgruft, was der Mitspieler sieht. Also über einen anderen Transaktionsmanager. Ja, und der zweite Teil, mein heutiges Thema, das hierarchische Datenbanksystem IMSDB. Ja, also die Vorteile der IMSDB, so wie sie, wie ich es aus der Literatur bzw. Erzählungen rausbekommen habe, hoher Durchsatz, hohe Zuverlässigkeit und sie gilt oder galt als schneller, da in der Datenbank selbst weniger Overhead ist oder weniger Overhead als bei relationalen Datenbanken. Hat aber auch Nachteile, also höherer Aufwand, da statt einer SQL-Abfrage die Erstellung eines Programms notwendig sein kann. Also das habe ich dann, als ich ja recht frisch angefangen hatte, auch mal erlebt, dass mir ein Kollege gesagt hat, ja, das Programm, was ich jetzt den ganzen Vormittag geschrieben habe, das hätte man für DB2 in 10 Minuten mit einem SQL-Zugriff erledigen können. Ja, und die hierarchische Datenbanken, also insbesondere IMSDB, ist auch wenig bekannt. Also es dürfte auch schwierig sein, Entwickler dafür zu finden. Also auch vor 20 Jahren sah es dann so aus, als ich das erste Mal davon gehört hatte, habe ich dann frühere Studienkollegen gefragt, ob er denn das was sagt. Also, und das waren alles fitte Informatiker. Mindestens einer davon war auch Hiwi am Datenbanklehrstuhl. Niemand hatte jemals was von hierarchischen Datenbanken gehört. Ja, aufgrund der Vorteile und weil es so früh verfügbar war, gab es bzw. gibt es einige Anwender, also von North American ist es dann bei Fluglinien gelandet und Banken und Versicherungen fanden das auch von Vorteil, eine schnelle Datenbank für viele ähnlich geartete Datensätze zu haben. Ja, was ich noch erwähnen sollte, also das, was dann ab jetzt kommt, glücklicherweise bin ich zu jung, um mit IMSDB jemals richtig gearbeitet zu haben. Ich kenne nur die Auswirkungen in Programmen, mit denen ich zu tun habe und habe dann halt auch viel in der IBM-Doku gelesen als Vorbereitung für den Talk. Ja, also die erste Frage, die sich wohl einige stellen, warum eigentlich kein SQL, beziehungsweise mittlerweile lässt sich die IMSDB mit einem angepassten SQL-Dialekt ansprechen, aber einige Einschränkungen, auf die ich noch zu sprechen komme, gelten auch für diesen SQL-Dialekt und insbesondere die Data Definition Language, sprich die Sprache, um die Datenbank aus Admin-Sicht zu verwalten, ist mittlerweile die übliche DDL von DB2 zum Beispiel. Ja, also IMSDB ist schlichtweg älter als relationale Datenbanken und SQL. Also SQL wurde ab ungefähr 1975 für das Datenbanksystem System R, aus dem dann DB2 wurde, entwickelt. Und der erste
ANSI-Standard für SQL ist aus dem Jahr 1986 und damit schlichtweg zu spät für ein System, was schon 1968 in Betrieb ging. Oder wie es ein IBM-Entwickler gesagt hat, one of the problems with being early in the programming business is that there was nobody around with more experience than you. Also dieser Vern Watts ist auch in den 60er Jahren in die IMSDB-Arbeitsgruppe gekommen und hat dann mit dem System bis zu seiner Rente im Jahr 2009 zu tun gehabt. Ja, dann schauen wir uns mal die Technik etwas genauer an. Also die Datenstruktur in der IMSDB, die Daten liegen als in der Baumstruktur ab, sodass nur 1:1 und 1:n Verknüpfungen ohne Verrenkungen möglich sind. Also hier jetzt ein kleines Beispiel mit Bauteil als dem Wurzelsegment und darunter jedes Bauteil kann dann ein oder mehrere Bestandssegmente haben. Also kann man sich jetzt vorstellen, auf welchem Platz im Lager liegt das Bauteil oder wo finden sich die Bauteile über. Und Bauteil kann einfach oder mehrfach in einer oder mehreren Bestellungen vorkommen und an der Bestellung können noch jeweils ein oder mehrere Details hängen. Also diese Beispielstruktur habe ich mir aus dem entsprechenden IBM Redbook kopiert und übersetzt. Was übrigens eine sehr gute Quelle ist für technische Details. Ja. Warte kurz bitte. Okay. Mikrofon für die Frage kommt. So, zu spät kommen als erster Fragen stellen, so ist richtig. Ist das eine Komposition oder ist das eine Relation? Also im Sinne von, kann jetzt das eine Bauteil noch so einen zweiten Teilbaum haben? Oder hängen die wirklich da drunter? Das heißt, wenn ich eine neue Bestellungsgruppe habe oder was auch immer, dann brauche ich ein neues Bauteil. Unter dem Bauteil können ja mehrere Bestellungen hängen. Also wenn eine weitere Bestellung eingeht, wo das Bauteil dabei ist, würde ein weiteres Bestellungssegment erstellt werden. Das Ganze ist dann in der Größe beschränkt. Also es kann maximal 15 Ebenen geben. Hier haben wir 3. Und maximal 255 verschiedene Segmenttypen pro Datenbank. Die Benennung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Also so eine Baumstruktur wird als Datenbank bezeichnet in der IMSDB. Es kann aber durchaus mehrere Baumstrukturen parallel geben, die man dann auch gleichzeitig im Programm verarbeiten kann. Und worüber dann auch irgendwelche M-zu-N-Beziehungen abgebildet werden können. Und pro Segment, also Bauteil, Bestand, Bestellung und so weiter, gibt es ein Sequence-Field, was eindeutig sein muss. Also ist gewissermaßen ein Schlüssel, muss aber nicht durchgehend sein, die Nummerierung, also sowas wie Bauteilnummer, Bestellungsnummer und so weiter. Und was ich ja nicht im Text habe, also wenn es mehrere Bauteile gibt, bilden die gewissermaßen eine einfach verkettete Liste. Also jedes Bauteil hat dann noch einen Zeiger auf den Nachfolger. Ja, und jedes einzelne Segment ist dann über die aneinandergehängten Keys, also die Sequenzfelder, identifizierbar. Ja, was gibt es an Zugriffsmöglichkeiten dafür?
Das ist relativ kurz. Es gibt einmal Get Unique, also liefert ein Segment bzw. einen Segmentpfad, also so ein Teil der Baumstruktur. Get Next liefert das nächste Segment ab dem Segment, auf dem die Datenbank vorher stand. Also die hält intern einen Pointer auf das zuletzt zugegriffene Segment. Beides gibt es auch noch mit Hold. Das Withhold setzt eine Sperre auf das entsprechende Segment, um dann im nächsten Schritt ein Delete oder ein Replace durchführen zu können. Wenn der nächste Zugriff auf die Datenbank irgendwas anderes sein sollte als Delete oder Replace, wird die Sperre wieder aufgehoben. Und was ich vergessen habe, die Unterstriche, die sind normalerweise oder sind eigentliche Leerzeichen, weil die Funktionsnamen bestehen aus 4 Zeichen. Und dann wird mit Leerzeichen aufgefüllt. Das mit feste Länge taucht noch häufiger auf. Und dann gibt es noch ESRT, also Insert. Ist die einzige Möglichkeit, wenn man Daten in die Datenbank bekommt, also auch das Load erfolgt damit. Ja, wenn man beim Insert das Unique Sequence Field erfüllt, erfolgt der Insert irgendwo, also an der festgelegten Stelle dieser verketteten Liste, sonst wird es am Ende angehängt. Ja, beim Zugriff, also Get Unique und Get Next, pro Segment in dem Segmentpfad kann man ein Segment-Search-Argument angeben. Also ein Vergleich. Das ist auch schon die komplette Liste der Operatoren, also gleich, größer gleich, größer als, kleiner als und ungleich. Auch wieder, die Operatoren sind 2 Stellen, also entweder das Symbol oder 2 Zeichen. Ja, und das ist dann halt oben die Struktur, Segmentname und in Klammer dann Feldname, Operator, Wert. Sprich, wenn man angenommen in unserer Teile-Datenbank lägen, zum Beispiel auch Schrauben, und wir wollen wissen, welche Schrauben oder wie viele Schrauben haben wir mit 5 mm Durchmesser, 70 mm Länge, können wir entweder auf den Durchmesser oder auf die Länge abfragen. Das heißt, wir brauchen ein Programm dafür schon, statt es einfach mit einem Zugriff zu erledigen. Ja, das ist dann die Aufrufstruktur, ungefähr eine COBOL-Struktur, also Call einer Funktion. Das dürfte ausgeschrieben COBOL to Data Language / Interface sein. Using die Funktion, die 4 Zeichen von eben. PCB-Name ist die Maske bzw. Datenstruktur für die Datenbank, also diese Baumstruktur. Mit auch dann ein paar administrativen Feldern für den Return-Code und so weiter. IO-Area ist die Ein- und Ausgabestruktur, die man sich im Programm definiert, wo dann halt die Daten reinkommen, oder für Insert, Replace und so weiter werden sie da dann ausgelesen. Und dahinter die Segment-Search-Arguments, beliebig viele, halt wie viele Segmente man in dem Segmentpfad hat oder haben möchte.
denn nicht angegeben werden, sinnvoll ergänzt. Ja, als Beispiel, dann wäre das ein Aufruf, um das Bauteil mit der Bauteilnummer 23 zu bekommen, und zwar als Get Unique Aufruf, was im Programm üblicherweise der erste Zugriff ist, um halt den Pointer definiert auf einem Segment zu haben. Ach ja, der Segmentname, hier jetzt Bauteil, ist auch auf 8 Stellen definiert, deswegen das Leerzeichen dahinter. Und auch die einzelnen Felder im Segment, wie hier die Barteilnummer, sind mit 8 Zeichen definiert. Also viel Vergnügen mit sprechenden Bezeichnern. Der nächste Aufruf im Programm ist dann üblicherweise ein GetNext-Aufruf, um durchzugehen, ohne die Angabe eines Segmentes, wie hier jetzt, werden dann nacheinander vom Bauteil ausgehend die Bestandssegmente geholt, Bestellungssegmente und die Details. So wie ich es verstanden habe, müsste das dann auf eine Tiefensuche hinauslaufen. Und der zweistellige Return-Code, also zwei Characters, das habe ich jetzt nirgends drin, sagt einem dann auch, wenn der Zugriff wieder nach oben geht. Ja, oder wenn man die Bauteile nacheinander durchgehen möchte, wäre das dann das GetNext, das man auf Segment Bauteil einschränkt. Oder das hier wäre dann anderes Beispiel neu angefangen, also GetUnique, liefer mir das erste Bauteil, und danach GetNext, liefer mir die ganzen Segmentpfade, wo die Bestellung, die Bestellnummer 23 hat. Also so sähe das dann aus, wenn man halt alle Bauteile, die in einer Bestellung vorkommen, durchgehen möchte. Ja, das wäre dann ein Aufruf, um das Bauteil mit der Nummer 42 zu löschen, also get hold unique auf das Segment Bauteil und direkt danach delete, muss man nichts angeben, weil es gibt ja genau diesen einen Zeiger auf das eine Bauteil. Ja, das wird dann mit allen dranhängenden Strukturen entfernt. Ja, zur Ergänzung der Zugriffe gibt es noch die Command Codes. Die werden dann im Segment Search Argument jeweils beginnend mit Stern angegeben und dann ein Character, wobei davon dann auch mehrere hintereinander angegeben werden können. D ist angeblich das häufigste, der häufigste Command Code, also das wäre Path Call. Das liefert dann von dem Segment ausgehend auch die ganzen angehängten oder anhängenden Segmente. Wobei jeweils, glaube ich, nur das erste. Aber da bin ich dann definitiv nicht mehr komplett durchgestiegen und ich hatte auch kein System mehr, um das damit auszuprobieren. Dann weiterer Command Code, N für kein Replace, also wenn man in der Struktur irgendein Update durchführt
Und in einem Kindsegment sich nichts ändert, das heißt, das nicht ersetzt werden muss, dann kann man das N angeben. Ja, das spart dem System dann Aufwand. Dann für Kindsegmente gibt es dann noch die Command-Codes F und L. Sprich zum Beispiel hierbei, wenn man im Bestand aufs erste springen will, wäre das dann das F oder L, um aufs letzte zu springen. Und es gibt auch noch den Bindestrich als Platzhalter. Das ist ein Null-Command. Um die Wartung zu vereinfachen, denn dann ändert sich die Befehlsstruktur nicht oder die Befehlslänge. Also man kann dann den Stern und dahinter einen Platz immer drinstehen haben. Auch wenn man hin und wieder, wenn man manchmal einen Command-Code braucht und manchmal nicht. Command-Codes können auch mehrere vorkommen. Ja, dann, wenn man sein System geerbt haben sollte, ist vermutlich eine Frage, wie werde ich das Ganze los? Auch weil wohl selbst IBM damit nicht mehr ganz so glücklich ist. Zumindest habe ich das schon zweimal als Erzählung gehört, aber habe aber keine Quelle gefunden, dass IBM das Ganze aus der Wartung nehmen wollte, aber dann von Kunden bekniet wurde, das System doch weiter zu verkaufen. Ja, eine Variante, die Daten in eine relationale Datenbank schaufeln. Dann muss man halt sämtliche Zugriffe in Programmen ändern. Viel Spaß dabei. Ist halt ein ziemlicher Aufwand, aber eine saubere Lösung. Oder weniger Aufwand, aber nicht ganz so sauber. Es gibt mehrere Dienstleister, die das Ganze mehr oder weniger automatisch machen können. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Programme sind dann in diesem Bereich schwer lesbar, weil halt die Zugriffsstruktur komplett gleich geblieben ist. Also das, was man mit Schleifen und so weiter erledigen muss, was bei DB2 mit einem SQL-Befehl erledigt werden könnte. Das hat man halt immer noch im Programm drin. Ja, und auch Nachteile der Struktur bleiben erhalten. Also, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man historische Stände der Datensätze behalten, aufbewahrt und man tatsächlich nur abspeichert, ab welcher Stelle haben sich wie viele Bytes geändert und wie sahen die alten Bytes aus. Das ist nicht sinnvoll lesbar, sondern man muss dann jeweils die historischen Stände einzeln aufbauen. Also Zugriffe per Hand ist dann unmöglich. Ja, und sowas hat man dann halt weiterhin drin. Ja, und falls jemand da doch damit rumspielen will, habe ich eher schlechte Nachrichten. Also in einem Artikel von 2007 habe ich gefunden, IMSDB gibt es nur als Monatslizenz von IBM ab $9,000 pro Monat. Also Großrechner und kommt da dann noch oben drauf. Also wer so viel Spielgeld rumliegen hat, viel Spaß, aber ich glaube, das trifft auf die wenigsten zu. Und ob es irgendeine freie Implementierung gibt, da kann ich nichts zu sagen, da habe ich nichts gefunden. Ja, gibt es Fragen? Also hier auch meine
Mastodon-Adresse oder, wie schon gesagt, das IBM Redbook zur MSDB ist frei verfügbar und beantwortet eine Menge Fragen. Ja. Hi. Ja. Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich des Segmentnamens. Du hattest in der einen Anfrage gesagt, dass der auf 8 Zeichen begrenzt ist. Ja. Hattest aber auch ein Segment mit dem Namen Bestellung. Ja, ja, da stimmt mein Bild nicht. Also das, was ich in der Grafik habe, müsste eigentlich dann auf 8 Zeichen sein. Aber ja, Bestellung war dann leichter. Okay, ich habe noch eine weitere. Du hattest zum Beispiel 2 Abfragen, irgendwie einmal mit GetUnique und GetNext, die untereinander standen und du hattest hinten einen Punkt. War das einfach nur so Satzende oder werden die mit Punkt verknüpft? Beziehungsweise wie ist die Verbindung zwischen den zwei hergestellt? Das war die COBOL-Semantik, dass jede Anweisung ist ein Satz und ein Satz endet mit einem Punkt. Das ist COBOL-Logik. Also das waren jeweils Zugriffe, die im Programm einzeln auftauchen. Ach so, okay, und dann im COBOL quasi die Ausgaben dann verwerten und zusammen. Genau, ja. Okay. Also das Programm schaut dann auf die IO-Area, um dort die Daten rauszuziehen, beziehungsweise auf andere Felder, um den Return-Code rauszuziehen und so weiter. Cool, vielen Dank. Ja. Wie sehen bei so einer Datenbank dann Indizes aus? Das war tatsächlich so ein bisschen falsche Frage. Vielleicht gibt es Indizes auf dieser Datenbank? Ja, in gewisser Weise. Also es gibt Strukturen. Moment, ich blätter mal zurück. Also was ich jetzt weggelassen habe, weil ich da dann noch nicht so tief eingestiegen bin. Es gibt verschiedene Optionen, wie man die Daten speichern kann. Und da kann es dann vorher eine Zuordnung geben von einer weiteren Adresse, dann jeweils einen Link auf das einzelne Bauteil zum Beispiel. Also es kann da noch eine extra Datenstruktur für einen Index geben. Oder wenn man dann aus einer anderen Richtung noch schauen will, kann man eine weitere solche Datenbank aufbauen, wo es dann eine Verknüpfung auf das Segment Bestellung gibt, zum Beispiel. Das heißt, zum Verständnis, das heißt, man könnte auf einen Primary Key sowas in der Richtung, nenne ich es jetzt mal, eine Abfrage machen, die nicht das ganze Ding durchscannt, aber wenn man mehr machen will, dann macht man das als separate Datenbank. Mehr oder weniger. Genau, ja. Also ein weiterer Index ist eine weitere solche Datenbank, wo es dann halt Verknüpfungen gibt. Okay, danke. Ich hatte auch die Frage zu den Indizes, die ist aber, glaube ich, beantwortet. Gibt es Nebenläufigkeit? Also das ist ja, auf Mainframes kann man viele Programme gleichzeitig laufen lassen, theoretisch. Ja, das dürfte funktionieren. Also ich würde mal vermuten, dass genau dieses GetHold dann das sperrt dann halt für alle anderen Prozesse. Okay. Dafür dient und halt das entsprechende Segment oder den Segmentbaum dann sperrt, zu schauen, kommt als nächstes eine Änderungsanforderung für diesen Segmentbaum. Okay, danke. Achso, ich dann ja, mir ist gerade noch was eingefallen. So ein Hold, gilt der dann für den ganzen Teilbaum oder nur für die einzelne Bestellung? In dem Fall. Da bin ich überfragt, aber er dürfte auf jeden Fall für die Bestellung und alles, was drunter hängt, gelten. Okay, ja. Wobei, ja, gilt für die einzelne Bestellung und alles, was drunter hängt, denn nur das kann man ja dann im nächsten Zugriff überhaupt ändern oder löschen.
Ja, oder wenn der Zugriff, wenn der nächste Zugriff was anderes macht, dann wird die Sperre ja sowieso entfernt. Ich hätte auch noch eine Frage. Gibt es dann auch einen Editor, der mir die Leerzeichen irgendwie anzeigt, oder muss ich dann jedes Mal zählen? Da bin ich überfragt, aber du kennst ja selber die 3270 Terminals, also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kannst du den Mastodon-Namen nochmal zeigen? Okay, ja. Der Mastodon-Name muss nicht 8 Zeichen sein, muss nicht mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Also, habrock42@chaos.social. 4, 6, 8. Natürlich. Stimmt. Aber, nein, das war keine Absicht. Sonst noch Fragen? Keine mehr. Letzte Chance. Signal Engel haben wir keinen. Dann würde ich sagen, lieber Habrock, vielen herzlichen Dank. War wie immer super spannend. Eine kleine Geschichtsstunde. Ich würde sagen, nochmal einen großen Applaus, Habrock. Vielen Dank.